Muttern sagte immer, Junge, merke dir, der Wille versetzt Berge. Und wie recht sie gehabt hat mit diesem Wort, möchte ich nun in diesem Film mit einigen Bildern und Filmsequenzen beweisen. Zunächst Lehrer als Schriftsetzer und Meisterprüfung. Dann Start als Verkäufer bei Cornerstone in Heidelberg und in England. Mohndruck Bertelsmann in Gütersloh war der logischerweise nächste Schritt. Und seltsamerweise dieses Buch war mein erster Kontakt zum Hause Bertelsmann. Nach einigen Startschwierigkeiten hatte ich plötzlich einen hervorragenden Draht zu unserem Verkaufsboss Manfred Kuhn. Über die Jahre hatten wir gemeinsame Erfolge von wahrlich Größenordnungen, die das Haus auszeichnet. Meine persönliche Erkenntnis ist, es ist immer das menschliche Verständnis und das gute Miteinander, welches Erfolge nach sich zieht. Zu meinem 40-jährigen Berufsjubiläum wurde ich das zweite Mal in meinem Leben als Schriftsetzer gegaucht. Die Sachwalter waren Heroen ihres Fachs, wie sich noch zeigen wird. Und diese ungewöhnliche Phase ist hinlänglich bekannt. Ich will sie hier nicht weiter kommentieren. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und ihr Schriftsetzer von heute, die ihr euch Mediengestalter oder etwas fortgeschrittener Grafikdesigner nennt, wünsche ich von Herzen eine gute Zukunft und dass ihr auch weiterhin imstande sein werdet, eine klassische von einer klassizistischen Antiqua zu unterscheiden. Nehme ich ein gutes Gläschen Champagner und trinke wahrlich auf die schönen Dinge des Lebens, die wir in 30, manche 50 Jahre als Musiker immer erlebt haben. Die nächste Phase, meine Golfzeit, brachte mich von der Kreisklasse bis in die zweite Bundesliga und zu Weltmeisterschaften nach San Diego in Kalifornien. Der 60. Geburtstag wurde mit lieben Freunden über viele Jahre gebührend gefeiert. Ich war gerne Militär und habe in dieser Zeit vieles gelernt. Auch in meinen Bonner Jahren habe ich vieles fürs Leben gelernt. Zur Wahl meiner Freunde half mir meine Mutter mit folgendem Wort. Sie sagte, sag mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Wie recht sie auch hier hatte. Es war mir eine späte Ehre, für meine Pohlhausener und Eschbachtaler Zeit ein Buch und einen Film herausbringen zu dürfen.
Wunde and no one heard at all, not even the chair. And I am lost, and I can even say why. Leaving me lonely still.